Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beat Bolog. Die Frage der Einwanderung sei für jedes europäische Land die Frage Nummer eins bei der Europawahl, teilte Viktor Orbán am ersten Tag bei seiner Siebenbürgen-Rundfahrt in Klausenburg mit. Der Ministerpräsident sagte, dass eine der größten Fragen der Zukunft sei, ob die unterschiedlichen Meinungen im Thema Migration zueinander gebracht werden könnten und ob die europäische Einheit wiederhergestellt werde. Er fügte hinzu, bisher war kein solcher Versuch erfolgreich. Viktor Orbán nach würden die Linken danach streben, die traditionellen Werte in Europa durch neue zu ersetzen. Daher wollte man die Einwanderung nicht verhindern. Der Ministerpräsident betonte erneut, dass die Regierung darauf beharre, dass Hilfe dorthin gebracht werden sollte, wo es Probleme gebe. Und Ungarn würde den Bedürftigen weit über die Grenzen seiner Belastbarkeit helfen. Wir sind nicht gegen die Migranten. Wir wollen die Migration als solches vermeiden. Demnach wollen wir nur diejenigen in unsere Welt reinlassen, deren Personalien und Absichten bezüglich ihrer Einwanderung geklärt sind und auch unsererseits darin Interesse besteht, dass sie bei uns bleiben. Von denen wir all dies nicht wissen oder jene Personen, bei denen wir einen Vorbehalt diesbezüglich haben, wollen wir nicht reinlassen. Dieser Vorwand richtet sich aber nicht gegen die Person selbst. Dies können wir uns aus einer rein zeitgeschichtlichen Betrachtungsweise nicht erlauben. Wir können jene Heimat, die wir für uns aufgebaut haben, nicht zerstören. Franz Timmermans griff erneut Ungarn an. Der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas nahm gestern an einer Fernsehdebatte mit Manfred Weber, dem Kandidaten der FIPAU, teil. Franz Timmermans sagte, dass man durch das Stoppsoros-Gesetz furchtbare Dinge in Ungarn tue. Der niederländische Politiker sprach erneut darüber, dass es in Verbindung mit der Einwanderung Solidarität gezeigt werden sollte. Das würden aber Polen, Österreich und Ungarn verweigern. Die ungarischen Sozialisten könnten den europäischen Sozialisten versprochen haben, den Grenzzaun abzubauen. Darüber sprach Balázs Hídvégi in Verbindung mit der vorgestrigen Wahlkampfveranstaltung von Sozialisten István Újhely. Die Partei Fidesz hat davon Kenntnis, dass Franz Timmermans bald wieder nach Ungarn komme, um seine migrationsfreundlichen Verbündeten zu besuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Migrationsprobleme ließen sich alleine durch ein solidarisches Asylsystem bewältigen, meinte Franz Timmermans in einer TV-Debatte am Dienstag. Dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten nach sei das der einzige Weg vorwärts, sonst werde man wieder Grenzen haben in Europa. Das wäre nichts anderes als der Abbau des Grenzzaunes, die Einführung der Migrantenquoten und die Einsiedlung von Einwanderern in die EU, sagte Balázs Hídvégi, Kommunikationsdirektor der Fidesz. Der Partei Fidesz nach würde Franz Timmermans, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im Namen der Solidarität, weiterhin die Einsiedlung der Migranten vorbereiten und die ungarischen linken Parteien seien treue Verbündete des einwanderungsbefürwortenden Politikers. Der Europaabgeordnete der Partei MSP versprach in seiner Pressekonferenz am Dienstag ein Europa ohne Zäune. Er sagte, die Sozialisten würden die einzige Garantie dafür sein, dass in Europa nicht erneut eiserne Vorhänge errichtet würden. Früher setzten sich auch die Abgeordneten der Demokratischen Koalition für den Abriss der Zäune und für die verpflichtenden Einwanderungsquoten ein. Nicht nur, dass Ungarn dazu in der Lage ist, Menschen aus fremden Ländern aufzunehmen, viele von ihnen kämen ihm sogar zugute. Ferenc Gyurcsány, Vorsitzender der DK, behauptete, es würde sich für Ungarn lohnen, Einwanderer hereinzulassen. Ich habe dafür gestimmt, noch dazu nahm ich sogar an der Vorbereitung teil, weil das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Peter Niedermüller, Europaabgeordneter der Partei, stimmte sogar für die Quoten. Auch im Weißen Haus wurde das Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bekannt gegeben. Der Meldung nach wurde das Gespräch am Tag des 20-jährigen Jubiläums des ungarischen NATO-Beitritts abgehalten. Washingtons Auskünften nach würde man sich bei der Verhandlung auf die Schwerpunkte Handel, Energetik und Cybersicherheit konzentrieren. Mit dem Titel Meisterwerke wurde in der Redoute Budapest eine Ausstellung eröffnet. 80 zeitgenössische Designer und Künstler des Kunstgewerbes zeigen ihre Werke aus dem letzten Jahrzehnt. Alle Aussteller sind anerkannte, mit unterschiedlichen Preisen ausgezeichnete Künstler. Die Exponate können bis zum 19. Juli in der Redoute besichtigt werden.
Musik und Tanz in jeder Menge erwartet die Besucher in Szeged und das gleich 5 Tage lang. In der Stadt wird das erste Mal ein Straßenvolksfest veranstaltet. Im Mittelpunkt steht die Stärkung der ungarisch-serbischen kulturellen Beziehungen sowie, dass die Volkskultur der Balkanstaaten, ihre Musik und ihre Tänze dem ungarischen Publikum näher gebracht werden. Die Organisatoren versprechen es echte Streetfolk-Atmosphäre auf dem Platz Dugonic. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.